Ja, dann möchte ich eigentlich zum wichtigsten Punkt von meiner ganzen Präsentation kommen, und zwar zur Anwendung der Erkenntnisse. Und hier habe ich mal zwei Fragen an euch. Was denkt ihr, welcher ist der erfolgreichste Werbespot Deutschlands? Erfolgreichste in dem Sinne von werbetechnisch erfolgreich. Er bleibt bei den meisten Leuten im Unterbewusstsein, im Gehirn. Was denkst du, Eva? Nein. Also ist auch eine davon, aber nicht die erfolgreichste. Ich gebe einen Tipp, es handelt sich um eine Werbung, die ist bei uns im Odenwald ansässig, dieses Unternehmen. Es ist die Werbung erregt so viel Aufmerksamkeit, nicht aufgrund ihrer Professionalität. Marco? Nein. Also sie erregt nicht Aufmerksamkeit aufgrund ihrer Professionalität, sondern es ist einfach, ja, man kann schon sagen, weil sie eigentlich so doof ist. Kann man schon sagen. Und es ist ein Lebensmittelhersteller. Einige essen es vielleicht von euch jeden Früh. Alex? Richtig. Seitenbacher Müsli ist der erfolgreichste Werbespot Deutschlands. Werbespot bedingt im Radio Deutschlands. Und wie das sich jetzt Ganze anhört und wieso ich sagte, er ist ein bisschen doof, das hört ihr jetzt am besten mal selber. So, Karl, jetzt haben wir es geschafft. Gut, dass wir das Seidenbacher Bergsteiger-Müsli gegessen haben. Ja, das neue Bergsteiger-Müsli vom Seidenbacher. Seitenbacher Bergsteiger-Müsli. Bergsteiger-Müsli von Seitenbacher. So, und jetzt hören wir uns das Ganze nochmal an und ihr zählt mal bitte alle mit, wie oft der Chef, das hat ja der Chef selber von Seitenbacher gesprochen, er macht es ja in seinem eigenen Keller, um Geld zu sparen, deswegen ist es auch nicht professionell. Jetzt zählt ihr mal bitte alle mit, wie oft er sagt Seitenbacher und Bergsteiger Müsli. Okay? Spiel das Ganze nochmal ab. So, Karl, jetzt haben wir es geschafft. Gut, dass wir das Seitenbacher Bergsteiger Müsli gegessen haben. Ja, das neue Bergsteiger Müsli vom Seitenbacher. Seitenbacher Bergsteiger Müsli. Bergsteiger Müsli von Seitenbacher. So, Eva, wie oft hat er Seitenbacher gesagt? Und Bergsteiger Müsli? Auch viermal. Genau, hier ist das beste Beispiel, dass die Wiederholung in der Werbung eine große Rolle spielt. Und zwar sagt er immer Bergsteiger Müsli von Seitenbacher. Hört ihr euch das zweimal an, ihr könnt die Werbung auswendig. Ihr könnt sie wirklich auswendig. Und es ist der erfolgreichste Werbespot erstens aufgrund dieser Einfachheit der Werbung. Er macht keine großen Geräusche nebenbei rein und es ist einfach im Endeffekt, sind zwei Wörter, die sich durchgängig eigentlich durchziehen. Und eben auch ist er bekannt durch diese Unprofessionalität, weil man hört ja, dass es nicht professionell gemacht ist. Und zig Komödianten und im Fernsehen kam, das wurde schon oft darüber sich lustig gemacht und im Endeffekt ist der Werbespot auch einfach nur lustig. Und der bekannteste Werbespot Deutschlands, also den wirklich jeder kennt, weil er ihn 10-mal im Fernsehen, sei es bei RTL oder Pro7 sieht, ist welcher, Nadine? Genau, die Check24-Werbung. Und hier habe ich jetzt auch ein Beispiel von euch. Und zwar ist es auch eine Check24-Werbung. Ich würde sagen, schaut es euch einfach mal an. Dank dem Check24-Reiseangebotsvergleich hat Tobi über 700 Euro gespart und fühlt sich... Fühl auch du dich, Check24, mit den besten Preisen für deine Reisen. Check24, das Vergleichsportal. Hier check ich alles. Ja, jetzt habt ihr den Check24-Werbespot gesehen, der ab heute bei Pro7, RTL und Sat1 läuft. Ja, jetzt wisst ihr vielleicht auch, wieso er einfach so bekannt ist und der bekannteste Werbespot Deutschlands ist. Nämlich aus dem Grund, weil er einfach verrückt und flippig ist und einprägsam. Dann komme ich zu meinem nächsten Punkt.
Und zwar zu der genauen Anwendung unserer Erkenntnisse an Logos. Und zwar, Firmenlogos erfüllen ja meistens nicht nur einen bestimmten Sinn, um die Firma zu repräsentieren, sondern wollen auch bestimmte Sachen den Menschen dadurch übermitteln im Unterbewusstsein. Und wenn ihr euch jetzt das Logo von Amazon.com mal genauer anschaut, was fällt euch auf? Wenn ihr euch das mal genau anschaut, was fällt euch auf? Eva. Richtig, das ist der erste Punkt. Amazons Logo hat diesen Pfeil hier. Der sieht wirklich aus wie ein lachendes Gesicht. Und das soll eben auch vorwegnehmen, Amazon ist ein freundliches Unternehmen, ist bekannt für den guten Kundenservice, für den guten Support und auch den schnellen Versand. So, und wenn ihr jetzt mal genau drauf achtet, von wo bis wo führt dieses lachende Gesicht? Nadine? Was könnte das A bis Z bedeuten? Richtig. Für die Vielfalt des Unternehmens, weil es gibt wirklich alles von A bis Z. Heißt also, das Ganze wurde von den Werbemachenden wirklich bewusst gemacht, dass genau dieses Lachen nicht von A bis C geht, sondern von A bis Z. Und dies soll eben gleichzeitig die Vielfalt des Unternehmens ausdrücken. Es ist ein freundliches, es kommt immer entgegen, wenn man auch mal nicht rechtzeitig bezahlt, beispielsweise. Und das alles haben die Werbenden eben in diesem Logo schon zuerst ausgedrückt. Jetzt kommen wir mal zu einem weiteren Logo. Da kennt sich der Herr Schenk besonders gut mit aus. Und zwar mit dem Toblerone-Logo. Was fällt euch hier auf? Marco. Genau, das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass ihr das gleich erkennt, aber richtig. Und zwar ist in dem Logo ein Bär drin. Das seht ihr jetzt hier, indem das bunt wird. Also vorher, nachher. So sieht es eigentlich aus. Man erkennt ja eigentlich das Matterhorn. Ist ja in der Hauptstadt Bern wird ja das eigentlich, kommt es ja her. Und so, hier ist eben auch der Bär und der ist eben schon seit dem Mittelalter das Wappentier von der Stadt Bern. Weiterhin, die Form der Verpackung, hat die irgendeinen Zusammenhang mit dem Inhalt? Oder ihr kennt doch Toblerone, denke ich mal. Eva? Ja, Toblerone ist ja genauso. Genau. Genau, Toblerone ist dreieckig, sieht aus wie ein Berg, symbolisch fürs Matterhorn. Steht also auch die Toblerone. Also immerhin kann man dann sagen, dass eben in der Toblerone der Heimatort doppelt verewigt ist. Erstens durch den Bären, zweitens durch eben das Matterhorn, durch den Berg selbst. Dann ein weiteres Logo ist Continental. Was fällt euch hierbei auf? Kennt jeder Reifenhersteller, der seit über 100 Jahren bereits schon Reifen herstellt? Fällt euch da was auf? Wenn ihr genau mal die Schrift, also bis auf das Pferd, Eva? Richtig, das C und das O in Kombination ergeben einen Reifen. Das C stellt eben hierbei die äußere Umrandung des Reifens dar und das O im Endeffekt das Innere. Gleichzeitig ist es so, dass hier wieder die Werbenden also auch gleichzeitig das Produkt in den Slogan mit verpackt haben. Und das begleitet ja eine Firma in der Regel ihr Leben lang. Ein weiteres wichtiges Logo in Bayern ist BMW. Was fällt euch hier auf? Eva? Genau, also BMW ist seiner Heimat treu geblieben, nämlich den Farben Blau und Weiß. Weiß jemand, von was BMW hervorgegangen ist? Keiner, ich sag's euch, von einem Flugzeugwerk. Und wenn ihr euch jetzt das Logo mal genauer anschaut, vielleicht könnt ihr da was drin erkennen, in Verbindung mit Flugzeug. Wenn ihr euch nur mal das Blau-Weiße hier anschaut, nur mal das Innere,
Keine Idee? Dann helfe ich euch mal. Und zwar schaut ihr euch einfach nur die Trennstreifen zwischen Blau und Weiß an. Also die hier. Was könnte das sein, wenn ich vorhin gesagt habe, dass BMW aus dem Flugzeugwerk entstanden ist? Jessie? Keine Ahnung. Eva? Ja, genau. Eben ein Propeller. Hat ja auch die gleiche Form. Ein Propeller von einem Flugzeug. Sprich, BMW hat nicht nur seine Heimat in seinem Logo verewigt, die Farben eben blau und weiß, und ist da schon seit Jahrzehnten treu geblieben, sondern gleichzeitig hat es auch in seinem Logo verpackt, dass es aus einem Flugzeugwerk früher stammt und es eben in den Strichen hier die blau und weiß trennen und mit ein bisschen mehr Fantasie auch einen Propeller eben ergeben. Dann komme ich auch zu einem Werbespot mal. Also nicht nur, dass wir ein Logo untersuchen, sondern das Werbespot. Und zwar handelt es sich hierbei um den Werbespot von einem iPhone 4S. Den würde ich mit euch jetzt kurz mal gemeinsam anschauen und danach mal eine Person der vier Zielgruppen, die hier angesprochen werden, mal auch kurz näher beleuchten. Genau, also das war der Werbespot des iPhone 4S. Der ist mittlerweile auch schon, ich glaube, 3 Jahre sogar alt. Auf jeden Fall habt ihr gesehen, es wurden 4 unterschiedliche Zielgruppen angesprochen. Könnt ihr mir mal sagen, wer das vielleicht sein könnte? Die 4 Personen. Oder wer waren da zu sehen? Eva. Richtig, ein Geschäftsmann. Weiter. Keine Idee? Dann sage ich es euch mal. Und zwar, wie die Eva schon gesagt hat, zum einen eben der Geschäftsmann, der eben auch hier ist, der gleichzeitig auch mit Anzug und hinten dran die Kinder eben auch der charismatische Familienvater darstellen soll. Dann zum ersten ist es die gewöhnliche Hausfrau und Mutter, die ganz am Anfang kam, indem sie ihr iPhone im Kühlschrank offen war und ein Handy davor hatte. Dann weiterhin ist es eben der junge Karrieremensch, der sich hier an einem Flughafen befindet, zu dem wir auch gleich nähere Analysen machen werden. Und zum letzten eben die junge, hübsche Dame mit den besten Jahren, also in den besten Jahren. Und jetzt möchte ich mit euch einfach mal den jungen Karrieremenschen näher beleuchten. Zum einen ist es so, dass man erkennen konnte, dass der junge Mensch eben von links nach rechts läuft. Und wenn wir jetzt den Zeitstrahl mal anschauen von links nach rechts, was bedeutet dann links? Nadine. Die Vergangenheit. Genau, und rechts ist womit? Die Zukunft. Genau, richtig. Also, heißt es, er läuft von der Vergangenheit in die Zukunft. Das ist schon mal wichtig zu erkennen, da auch rechts Erfolg symbolisiert. Er läuft zum Erfolg, kann man somit sagen. Im übertragenen Sinne. Und weiterhin ist auch zu erkennen, dass er sein Handy eben so hält. Also so. Und wenn ihr an ein Logo von einer Bank in Deutschland denkt, wisst ihr vielleicht, welcher das ist? Sagt der Name schon, Marco? Richtig. Es ist die Deutsche Bank. Und gleichzeitig wie eben die Bewegung von links nach rechts. Erfolg bedeutet auch die Bewegung von links unten nach rechts oben, dann eben auch Erfolg. Seht ihr hier das Logo der Deutschen Bank, verläuft von links unten nach rechts oben. Das soll einfach, die Deutsche Bank möchte uns damit sagen, hey, vertraut mir, bei mir ist das Geld gut angelegt,
ich bin erfolgreich, bei mir könnt ihr erfolgreich sein. Und das hat sich ja in der letzten Zeit leider zum Gegenteil bewiesen. Weiterhin erkennt man eben, dass der Mensch, das, ich weiß nicht, ob ihr das so gut seht, auf der rechten Schulter eine Aktentasche hat, die er so rum hat, eine Aktentasche. Und die, da er die auf der rechten Schulter trägt, soll das somit auch symbolisieren, dass es eine starke Schulter ist. Das heißt, es ist ein starker Mensch mit viel Selbstbewusstsein und Stressfreiheit. Aus dem Grund, da auch hier hinten die Person, die man im Hintergrund sieht, er befindet sich übrigens im Flughafen, schön lichtdurchlässig. Das macht das Ganze schon wieder lockerer, die Stimmung. Also hier wird sehr viel mit Farben gearbeitet und mit Emotionen. Die Menschen hier sind alle happy, freundlich, unterhalten sich, sobald ein iPhone in die Nähe kommt. Vorher haben die sich nicht unterhalten, ist, wenn man das richtig beobachtet im Werbespot. Aber sobald das iPhone in die Nähe kommt, sind wir happy, freundlich und lachen miteinander. Das heißt, es sind wieder Eigenschaften auf das iPhone übertragen worden. Und allein diese Sequenz hier beinhaltet schon 36 Eigenschaften, die auf das iPhone assoziiert werden. Weiterhin sieht man auch, dass er das Hemd nicht bis oben hingeknöpft hat, wie der normale Karrieremensch mit Krawatte zum Beispiel, sondern dass er es nur bis hier ungefähr, eben, also dass es ab hier eben offen hat. Und das soll eben auch verdeutlichen, dass er keinen Stress hat, er ist locker und fühlt sich auch im Moment gerade nicht irgendwelchen Verpflichtungen hingegeben. Somit kann man eben sagen, dass allein durch die Werbung, durch diesen einen Werbespot des iPhones, diese ganzen Eigenschaften auf das iPhone assoziiert wurden. Es gab ja davon 4 Szenen. Und wenn ihr seht, dass einfach in einer Szene schon mal 16 bis 36 Eigenschaften auf das iPhone assoziiert worden sind, könnt ihr euch denken, wie viele im Endeffekt in der Masse von diesen 4 Szenen eben rauskommen werden. Und das Ganze ist eben auch nur möglich. Also wenn ich jetzt euch sagen würde im Werbespot Kommunikation, Erholung, Bewegung, Erfolg, Kraft, Wille, Lockerheit, ihr würdet euch das nie merken, wenn das einfach nur durch Worte käme. So ist es eben so, dass nur Bilder im Endeffekt die ganze Sache ausmachen und das Ganze nur möglich ist, wenn man statt Worte Bilder benutzt. Und so das Ganze in unserem Unterbewusstsein einfach verankert wird. Durch diese ganze Reizüberflutung heutzutage sind wir ja auch, ist unser Gehirn schon teilweise überfordert mit den ganzen Reizen. Wenn wir später heimkommen, läuft da der Fernseher, dann vielleicht noch ein Radio und alles drescht sozusagen auf uns ein. Also kann man rundum sagen, dass der ganze Werbespot uns eben 73 Eigenschaften in unserem Unterbewusstsein verankert hat. Und da auch Bilder länger im Gedächtnis bleiben als Worte und auch länger im Unterbewusstsein verarbeitet werden können, hat Apple im Endeffekt einfach alles richtig gemacht. Nicht nur, dass er seine Werbespots täglich wiederholt, also Lernen am Modell, auch eben erfüllt, indem er eben die einzelnen Charaktere zeigt. Was auch auffallend ist, er zeigt die Charaktere nur so, dass man die Hälfte des Gesichtes sieht. Sprich, Marco, ich, Herr Schenk, könnten sich mit jeder Zielgruppe identifizieren. Es ist kein Gesicht vollständig dargestellt. Genauso wie mit der hübschen jungen Dame sich die Nadine, die Eva, die Jessie, Alex oder Vero identifizieren könnten. Und somit wird auch keine besondere Person angesprochen, sondern dass einfach jeder kann das sein. Und das will Apple auch damit erreichen. Nicht nur Apple, jeder eigentlich. Genau. Und das war auch schon meine Präsentation. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und Mitarbeit und hoffe, es hat euch ein bisschen neue Erkenntnisse gebracht.